So, wenn ich so auf die Zeit gucke, habe ich gerade geschnitten. Ausnahmsweise mal wieder zur Nacht, aber die Folgen sind hier jetzt etwas länger. Ja, die kümmerlichen Reste eurer Wege hier, eurer Kieswege. Ich werde hier mal weiter den Dreck abbauen. Dann füllen wir hier noch auf und dann können wir uns mal daran machen. Doch hier so ein bisschen mit dem Hausbau zu beginnen. Vielleicht fangen wir ja schon mal mit einem Hausbau an. Diese Aufnahme, die ich wahrscheinlich 2 Stunden lang mache. Ja, hier werde ich jetzt nichts hinbauen. Wahrscheinlich baue ich das erste Haus hier irgendwo hin, hier so in der Mitte. Und das wird dann so sein, denke ich, dass ich, ja, oder wir bauen das hier hin. Hier können wir schön anfangen mit dem Hausbau. Dann mache ich hier mal, planiere ich hier mal. Das heißt, erstmal müssen wir natürlich das hier noch zumachen. Hier, wo ich immer reingefallen bin. Und wo wahrscheinlich auch meine lieben kleinen Freunde hier reinfahren werden. So, dann machen wir hier nochmal ein bisschen eine Verbindung hin. Dass man zumindest kreuz und quer durch das Dorf laufen kann. Aber dieses Biom hier ist wirklich Irrsinn. Was ist denn das für ein Biom? Das kann man doch hier auch gucken. Marsch. Marsch. Ist das auch richtig, dass das Marsch ist? Wenn ich jetzt hier hochgehe, dann müsste es was anderes sein. Hier ist Snow Forest. Genau, Marsch. Marschlande. Aber ich glaube, das gibt es auch im normalen Minecraft gar nicht. Also ist das hier ein spezielles Biom. Nur für dieses Modpack. Erde auf Eis. Ja, das gibt es in Wirklichkeit auch. Das heißt dann Permafrost, ne? So sieht es hier ja auch aus. Relativ ungemütlich. Ich glaube, wir werden dann im Marschbiom bauen und nicht im Schneebiom. Das hier sind wir wahrscheinlich auch immer noch Marsch, oder? Ja, mein Gott, das sieht da unten aus. Also dieses Marschbiom ist wirklich sehr, sieht ziemlich fürchterlich aus, wenn man das so sich überlegt mit diesen vielen Löchern. Ich hatte mir erst gedacht, als ich diesen Seed gefunden hat, also diese Map. Nimmst du das mit dem löchrigen Kram? Ja, gut. Jetzt habe ich mich dazu entschieden. Und dann müssen wir da auch durch. Und so schlimm ist das hier gar nicht. Man wird das nachher gar nicht mehr merken. Das hier mal, hoppsa, das lassen wir mal. So, wir haben noch genug Platz. Sehr schön. Und jetzt kommt hier wieder richtig eine Eisschicht zutage. Oh, was haben wir denn da? Da ist irgendwas Seltsames hier. Aber da gehe ich mal nicht dran, nachher kommen da irgendwelche Viecher raus. Monster oder was?
Ja, das ist praktisch. Zack. Können wir dann gleich für den Hausbau benutzen hier. Wie gesagt, ich werde dann so eine Holz- und Marmorkombination versuchen als Haus. Wobei ich dann überlege erstmal, oder mache ich Holzstämme und Holz einfach als Haus. Wie, wenn das ein Hochhaus werden soll, dann muss das also schon was Ordentliches sein. Andererseits gibt es natürlich Marmor nicht so viel wie jetzt hier dieses Holz. Das wächst uns ja hier Sand am Meer. Ja, man muss auf dem einen bleiben, sonst bricht dieses Ding ab. Soll ja hier auch irgendwelche anderen Monster geben, in der Wüste zum Beispiel. Da muss man dann etwas aufpassen. Da können aus dem Sand irgendwelche Sandwürmer kommen oder so. Ich weiß nicht, habt ihr dieses Hexit gesehen? Kennt ihr das überhaupt? Ich habe jetzt mal geguckt, jetzt bevor ich jetzt aufgenommen habe, habe ich mal nach einem Hexit-Let's Play Minecraft geguckt, nach einem aktuellen. Das gibt es in Deutsch gar nicht. Also die Deutschen spielen das anscheinend nicht mehr. Oder doch, da war noch einer, ein kleiner, ja, noch ein bisschen kleiner als ich. Aber die Großen, die scheinen anscheinend dieses Hexit nicht mehr zu haben. Das lasse ich mal da. Bauen den hier die Treppe wieder hin. Kies. Die scheinen das Hexit nicht mehr so zu mögen und spielen es nicht. Oh, sehr viel Hexit kommt aus Vietnam. Wenn man also Hexit Minecraft einfach mal so eingibt, da gibt's vietnamesische vor allen Dingen und was war das andere? Irgendwie noch so ein ungarischer, glaube ich. Wenn ich so die meine rudimentären Sprachkenntnisse mal so durch den Kopf gehen lasse, aber vietnamesisch waren etliche dabei. Also ich weiß jetzt nicht, was vietnamesisch Hallo und Grüß Gott heißt und so. Das ist zwar in der Nähe von Thailand, aber ich weiß es trotzdem nicht. Naja, ich kann ja auch kein Tschechisch oder so, was ja auch in der Nähe von Deutschland ist, also mit der Nähe von irgendwas. Das heißt ja nichts zu sagen. Die Sprachen können ja durchaus deutlich verschieden sein. So, hier haben wir jetzt einen zugemacht. Hier noch nicht. So, da hier noch zu. So, dann könnt ihr hier schön jetzt rumlaufen. Na? Ich kriege dann noch, sagen wir mal, so eine Asphaltschicht da drauf. Das ist jetzt erst nur die Basis. Also, ihr kriegt dann noch schöne Wege hin. Sag mal, wie wäre es denn, wenn ich die Häuser aus Stein mache und aus Holz mache und die Wege aus diesem schönen Marmor? Das wäre doch was. Ich glaube, er hat zustimmend genickt. Machen wir das mal. Machen wir die Wege aus Marmor. Ja, ihr kriegt hier gleich. Und weil sich hier so viele aufhalten, wird das, glaube ich, hier sehr gut sein mit dem Haus dann. Geht's schon wieder in die Dunkelheit, ja. Machen wir hier nochmal so ein bisschen. Das ist ja das Schöne in so einem Dorf. Man hört sofort, wenn es dunkel wird. Man hört es ja, wenn die Türen klappern.
So, ich gehe da mal ins Bett. Ihr könnt ja draußen hocken bleiben. Es wird ja eh gleich wieder hell. Oder ich gehe erstmal hoch gucken, ob sie denn auch ins Bett gehen. Jetzt verschwinden sie so langsam. Sehr schön. Ja, dann baue ich das Haus doch mal hier so hin. Vielleicht hier in dieser Ecke. Dieses Rohr. Dazu müssen wir natürlich erstmal dann den Grund und Boden auffüllen. Wo ist denn der Ausgang hier? Da. Den Grund und Boden auffüllen. Wo wir ja schon fleißig dabei sind. Ist schon wieder alles weg? Nee. Hat eben nicht ganz geklappt mit dem Nachführen. Ja, hier kommt dann ein Haus hin, liebe Freunde. Ja, baue ich mal von der Kirche. Dann hier so rüber erstmal. Das kann ja dann durchaus recht hoch werden. Ja, wo machen wir die eine äußere Ecke? Wir fangen mal mit der nicht an der Kirche an, sondern... Ah, naja, ihr seht das dann schon, was ich mir da so vorgestellt habe. Was hatte ich gesagt? 3x3, 3x6. Wie groß sind denn eigentlich diese Häuser hier? Nehmen wir mal so ein Popelhaus. So ein popeliges Haus hier. Wie groß ist denn das? Also... Das hat einen Innenraum von 3x6, 4x7. Also ein bisschen größer als 3x6. Wie groß ist der? 4x7, ja. Genauso. Also 4x7 ist das Standardhaus. Hier sieht es aus wie 4x7. Jo. Ja, ich baue hier zu. Moment. Vier mal sieben, das Standardhaus. Warum klappt das jetzt nicht? Jetzt klappt es wieder. Hi. Also ist doch nicht ständig, dass das funktioniert hier. 4x7. Und ihr baut hauptsächlich mit Korbel. Aber ich werde natürlich ein Holzhaus bauen. Das geht schneller. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff hier. Da hat man dann keine Probleme. Jetzt erschreckt. Erst noch ist, wenn eine Hexe. Gibt es eigentlich Hexen bei Hexit? Ich weiß das jetzt gar nicht. Warum hat das jetzt so geklirrt? Macht er das hier immer? Also Endermänner gibt es auch. Ich habe schon gedacht, ich wäre sie los hier. Ich habe mich ja beim letzten Play mal so erschreckt. Gar nicht so lange her. So, wir können also jetzt mal dann hier anfangen mit dem Haus. Das wird also hier so entstehen. Und zwar bauen wir die Hausecke. So, wer hat es gesagt? 4x7, ne?
machen wir das mal hier so hin. Das Haus kommt ja auch auf eine etwas größere Höhe. 1, 2, 3, 4 mal 7. Ah, jetzt habe ich wirklich nichts mehr. Gut, aber ich könnte jetzt ja mal anfangen, hier langsam so Eichensetzlinge zu setzen. Und zwar machen wir das mal hier so ziemlich dicht beieinander. Und dann kann man die nämlich mit einem Schlag schön abkloppen. So. Das wird dann eine richtig schicke. Was ist da hinten? Ist das ein normaler Berg oder ist das irgendwas für Monster? Ne, es sieht aus wie ein normaler Berg. Da hinten ist die Wüste. Gibt's hier eigentlich auch diese Kometen, die runterstürzen, die Sternschnuppen oder was auch immer das ist, wo man dann auch aufpassen muss? Oder war das ein anderes Modpack? Weiß ich gar nicht. So, wo nehmen wir denn jetzt den nächsten, die nächste Erde her? Ach, hier ist auch noch ein Haus. Das geht ja hier immer weiter. Da habe ich ja auch noch nichts gemacht. Da müssen wir auch noch eine Treppe hinbauen. Was ist denn das? Ach, ein Schiff. Ah ja, gut. Die gibt's ja. Genau. Ich glaube, da hatte ja Stigi bei dem Hexit. Die haben sich ja so ein Schiff gekapert, wenn ich mich nicht... ich habe Stigis Folgen gar nicht geguckt. Ich hatte mehr oder weniger Zander immer geguckt. So. Muss ich vielleicht nochmal nachholen. Ich meine, manche Folgen, auch wenn sie jetzt älter sind, ich habe ja am Anfang Stigi nicht so gerne geguckt, ehrlich gesagt. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Seit den Varro-Spielen finde ich ihn aber gar nicht schlecht. Und hat so eine ganz eigene Art. Da kann ich mir natürlich dann von dem Hexit das dann auch mal wieder mir zu Gemüte führen. So, hier können wir dann hier mal die Erde abbauen. Ja, ich hatte so ziemlich gegen Mitternacht angefangen. Also ist gut, jetzt werde ich mal das Holz noch aufbauen. Dauert jetzt zwar ein bisschen länger. Aber wir brauchen jetzt auch nicht mehr so irrsinnig viel. Erstmal für den Grundriss. Und das Haus werden wir dann... Ja, wie bauen wir das? Mit Holz und Stämmen, sag ich mal. Dann sieht's ja doch so aus wie in meinem, wie in meiner anderen Welt, die ich ja mal so nur für mich gespielt hatte. Hexe, da habe ich die Häuser auch so gebaut. Aber das wisst ihr ja gar nicht. Und deswegen ist das ja für euch dann trotzdem was Neues. So, dann werden wir das hier mal abgraben. Noch so ein bisschen uns hier herholen. So, das sollte jetzt erstmal reichen. Dann können wir hier mal anfangen, noch so ein paar Bäume zu schlagen. Das heißt, so viel werden es nicht mehr. Hier passiert nicht irgendwas, wenn ich jetzt hier die Bäume abschlage. Da ist irgendein Feld.
was da entsteht. Ich glaube, ich gehe da mal lieber ein bisschen zur Seite. Kann man das eigentlich abreißen, das Teil, oder sollte man das lieber einmauern? Ich habe keine Ahnung. So. Die ersten Bäume sind schon entstanden. Das ist sehr gut. Ich gehe mal schnell ins Bett, Jungs. Naja, noch geht's nicht. Gehen wir mal hochgucken. Wie weit sind wir denn? Da hinten haben wir also Bambus. Okay, dann wird also hier erstmal dann das Haus gebaut. 4x7. Und dann machen wir das so auch. Und dann Treppe rum und so weiter. Ach, das wird schon ganz nett. Und dann bauen wir halt ein bisschen in die Höhe. Und dann werden wir auch nach und nach die ganzen anderen Häuser mal abreißen oder integrieren vielleicht, indem wir zum Beispiel dann hier diese drei Häuser zusammenfassen, in die Mitte dann ja einfach zusammenfassen als Räume und ja, das ihr seht das schon, wie ich mir das denke. Die werden also nicht abgerissen, aber ein bisschen verändert halt. So, dann gehen wir mal hier runter und bauen jetzt mal das Fundament für das erste Haus. Ja, freut ihr euch schon hier? Hier kommt dann das Haus hin, ne? So. Das ist jetzt 4x7. Das ist der erste Raum. Na? Mal was essen. So, ach, noch mal was essen. Eichenholzbretter mache ich hier mal. Eichenholz, so viel Eichenholz draußen. Dann haben wir hier Eichenholz. Sowas, dann brauche ich noch ein paar Stufen, dann glaube ich noch. Aber machen wir erstmal den ersten Stock jeweils nur. Denke ich mal. So, hier kommt dann der Fußboden drauf. Das ist also das Fundament. Hier kommt dann der Fußboden drauf. Der Fußboden wird aus Holz. Das seid ihr gar nicht gewöhnt, weil ihr immer noch mit diesem alten Stein arbeitet hier. Wir werden das aber anders machen. So, hier ist dann der Fußboden. Wenn du mir da nicht im Wege rumstehen würdest, mein Lieber, wäre das noch besser. Aber dann mache ich das erstmal hier weiter. So. Das wird dann hier also die Grundfläche. Gefällt dir das? So, jetzt kommt dein Bruder da nicht mehr hoch. Ich dann allerdings auch nicht. Deswegen werde ich mir mal so eine Treppe machen. Oder hier irgendwo. Wir müssen ja auch noch eine Tür lassen. Ja, guck mich nicht so an. Was hast du denn anzubieten? Smaragd. Was zu essen? Nee. Was zu essen habe ich jetzt selber genug. So, wie hoch werden wir diese Räume machen? Denn das mit dem Eingang. Den Eingang müssen wir auf der Seite machen. Den mache ich mal hier so hin dann.
Ist ja auch eigentlich egal, wo wir den ersten Eingang hinmachen. Wird ja dann sowieso wieder verändert. So, ja, guckt euch das an. Das wird meine Baumfarm da. Ich hatte doch noch... nein, hatte ich nicht. Ausleuchten ist ja immer wichtig. So, dann machen wir das mal weg. Ach ne, jeweils einen Aufgang hin, dass man also erstmal während der Bauphase hier überall reinkommen. Später sieht das dann anders aus, dann kann man hier Fenster reinmachen oder Türen oder wie auch immer, was man da möchte. Der ist jetzt ziemlich sinnlos. So, das hier machen wir auch. Unsere Dreckaufstiege machen wir den 4 hoch oder was? Wie hoch seid ihr denn da immer? Ihr habt immer nur, ihr seid ja nur, ihr seid ja relativ flach, ne? Die Häuser hier, oder? 1, 2, 3, ne, ihr seid auch 4 hoch. Ne? Ja, da nickt er. Da nickt er sogar. So. Okay. Dann machen wir das hier auch. 4 hoch. So, das erste Häuschen ist, sagen wir mal, fertig bis auf das Dach. Ja, du kommst da oben nicht hin. So, das ist der erste Raum. Dann den zweiten. So, jetzt wollen wir hier mal abkloppen. Mal sehen, wie viel Äxte wir noch haben. Dann mal sehen, wie weit das mit einer Axt klappt hier. Eieiei. Das ist das Tolle an diesen Baumfarmen. Deswegen nehme ich das Buchen-Eichenholz auch so gern. Da gibt es gleich heftig was. Sachen noch runterholen, die hier runtergefallen sind. So, da reicht das mal wieder. Also, da haben wir den ersten Raum. Der ist 4x7, ne? Wie das so sein soll. So, der nächste, der wird dann auch 4x7, der wird dann aber hier hinkommen. Habe ich hier noch Erde, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs muss das sein. 4x7, da müssen wir also hier 9 machen. Eins, zwei, drei, vier, 5, 6, 7, 8,
9, da kommen wir direkt an die Kirche dran. Das macht aber im Prinzip gar nichts. 2, 3, 4, zack. Haben wir noch Erde? Nee, haben wir nicht. Das heißt, die Wand ist ja eigentlich schon... Das kann man direkt einen noch weitermachen hier. Die Wand gehört ja beiden gleichzeitig da. Ja, ich bitte zu entschuldigen, wenn ich hier irgendwelchen Stuss erzähle. So, hier machen wir dann Holz schon mal wieder hin. Da können wir ja so einen Durchgang lassen. Und es wird schon wieder dunkel. Ich kann hier eigentlich was Kleines spawnen. Ich weiß nicht, ich mache da mal ein Licht am besten hin. So. Naja, ist egal. Wir haben Holz genug. Ich glaube, wenn wir irgendwas genug haben, dann wird das Holz sein. Eichenholz zudem. Wir müssen immer genug Äxte haben. So, gute Nacht.